So, Gamer-Freunde und Ladies, herzlich willkommen zu einem weiteren Sonderstream hier am Sonntag live aus der Gaming Lounge mit mir, eurem Gastgeber Twitcher und unserem Menschenfresser. Hey, Baron, ich grüße dich. Willkommen, Egris, ich grüße dich. Wenn ihr an Bord seid, einem guten Kaffee, olé. Ich spring gleich rein, das letzte Mal war es ja richtig heftig. Hey, da sonnen sich ja sogar noch welche. Die müssen wir natürlich auffressen. Und ja, wir schauen nochmal in unserem Abschnitt, dass wir heute ein paar Sachen finden. Vielleicht sogar neuen Kiefer bekommen, ja. Und dass wir uns an den Krokodilen rächen können. Denn die haben uns ja ganz gut zerbissen. Das schenken wir gern zurück. Und ja, vielleicht klappt sogar heute in der Runde, dass wir diesen Barracuda Typ in Stücke reißen können. Denn der hat auch noch einen Bonus mit einem anderen Gebiss. Dann können wir unseren kleinen, feinen Bullenhai wieder upgraden. Ja, Schnappi killen. Ja. Na, alles gut soweit bei euch. Hey Robo, waren wir nicht gerade noch 5? Mann, meine Stimme muss ja furchtbar klingen. Okay. Wir springen rein und schauen mal, wo wir abgeworfen werden. Ich bin ja zuletzt noch in die Speichereinheit gegangen. Und davon sollten wir eigentlich starten. Mutagene. Ja, ja. Und da oben ist sogar ein Helikopter. Nicht besser, nicht schlechter als gestern, okay. Na, das ist doch schon mal gut zu lesen. Neutral gehalten. Okay. Der Dead Horse Lake hat eine offene, öffentliche Debatte über den menschlichen Fortschritt entfacht. Genau, Fortschritt, ja. Ganz entspannt hier die Kaffeerunde. So, schauen wir mal kurz durch. Wir sind jetzt 2,30 Meter groß, haben schon 2 Upgrades durchgeführt und sind bald Stufe 8. So. Okay, sind noch ein paar Landmarken übrig. Die Sache ist natürlich, man muss sehr nah sein, damit die sich offenbaren. Denn sonst sieht man nichts. So. Fressen brauchen wir jetzt erstmal nichts. Kommt schon wieder Barracuda. Ah, komm her, du Zappelkopf. Also die sind sehr, sehr schnell. Wie so ein Pfeil greifen die dich an. Aber wir können ihn ja auch ganz gut mit der Flosse treffen. Und schön zerbeißen. Jetzt hab ich dich. Ah, okay, gut. So. Können wir auch das Sonar raushauen, damit wir noch mal ein bisschen die Umgebung abchecken können. Ja, selbst der Zackenbarsch ist noch ordentlich groß. Setz dich rauf. 0 von 1. Was ist denn das jetzt hier? Schnelle Reisepunkte gibt es auch. Das ist, wie gesagt, sehr praktisch. Aber hier sind wir noch nicht rangekommen. Wir sind gerade hier. Und hier bei der Insel, hier muss es auch irgendwie einen Geheimgang geben. Noch nicht entdeckt, was auch immer das sein soll. Ja. Hier haben wir ja schon gestern, oder das letzte Mal, ja, gestern mal probiert. Das ist unser erster Spitzenprädator, da sieht man es schon, da gibt es Knochenzähne. Aber gegen den haben wir noch gar keine Chance. Der hat uns schön zerstört.
Aber das holen wir natürlich alles nach. Natürlich erstmal schauen, dass wir hier. Ich mache mich jetzt mal auf der Insel auf dem Weg. Können wir noch ein bisschen reinzoomen? Oh ja. Hier haben wir sogar noch nicht entdeckt. Obwohl wir hier schon waren. Das ist ja merkwürdig. Was haben wir hier noch? Patrouillen. Ah, zerstöre das Ziel. Mafia ist hier wieder unterwegs. Okay. Ja, die Kisten, wie gesagt, geben uns einen schönen Sprung. Mit den Inhaltsstoffen, die wir brauchen. So, geradeaus. Oh, hier sind noch alles Fragezeichen. Ja, dann schwimmen wir jetzt mal geradeaus. Oh, oh, oh. Oh, gejagter Alligator. Okay, da müssen wir noch. Da müssen wir noch einen schönen Bogen drumherum machen, bevor wir den zerbeißen können. Okay. Schnell weg. Krokodile sind sehr, sehr anhänglich. Muskellunge, das ist auch so ein Pfeilkämpfer. Guck mal, der hat eine Stufe 3. Bells. Zack, ein oh, Barracuda Stufe 5, aber der hat noch. Oh, wow, hier ist alles voll. Halleluja. Da kommt er schon. Wow, das Zappeln hat. Komm, hau nicht ab. Oh, shit. Ja, das Zappeln ist immer eine gute Sache, die zu zerreißen. Und natürlich, dass wir hin und her schwimmen können, um dann wieder zurückzukommen. Um dann doch zu gewinnen. So, okay, hier. Okay, was habe ich jetzt entdeckt? Okay, das ist noch hier. Älteres Tier. Ja, es gibt manche Bereiche, wo eben da steht, wie groß wir sein müssen, um da reinzukommen, weil wir dann mehr Bisskraft oder mehr ja, Flossenkraft brauchen, um da durchzukommen. Sonst schaffen wir das noch nicht. Das ist irgendwo hier. Was heißt denn jetzt Geheimnis? Ist das hier unten oder? Schon ewig her, dass es mal so eine Art von Game gibt. Das finde ich eben schon sehr cool gemacht. Da ist ein Mensch, okay. Ist schon cool so, wenn die Flosse dann so riesengroß ist. Komm, du hättest eh nicht mehr an den Strand geschafft. So, oben seht ihr die Bedrohung. Ja, wenn die voll ist, dann werden wir gejagt. Und das ist schon richtig heftig, weil die können sehr gut zielen. Und dann ist man ganz schnell tot. Oder Fischfutter, je nachdem. So, lass uns mal schauen. Ich bin hier, dann muss doch das Geheimnis. Also hier irgendwo. Ah, hier. Okay, cool. Was haben wir hier? Hai gegen Delfin. Orca gegen Riesentintenfisch, Boot gegen Jo, Level 8 erreicht dadurch. Wenn es um Überlegenheit geht, ist der Wettbewerb meist tödlich und hat als Hauptgewinn das Überleben. Jo, Level 10, ja. Leiste mal einer Mitbewohnung ein wenig beim Kaffeegesellschaft. Bis später. Alles klar, Elkris, macht das. Guten Kaffee. Bis dahin. Danke. Ciao. Schöne Grüße. So. Okay, sehr gut. Dann haben wir aber hier noch. Es kann natürlich sein, dass wir erst hier durch müssen und hier rein. Okay. Das heißt hier rüber irgendwie. Mhm. Also hier hinten muss es irgendwo sein. Oh oh. Ah, da wird es angezeigt, okay. Sehr schön. Die Bedrohung unserer Ozeane scheint überwältigend. Doch wenn wir jetzt zusammenarbeiten, könnten wir es schaffen, dass oh Gott, ich muss ins Wasser. Schnell. Generationen immer einen Ort für die Entsorgung ihrer Erden haben.
Also wir haben praktisch noch eine Chance, wenn das Wasser ausgeht, also Sauerstoff, dass wir, dass dann unser Leben verringert wird. Dann müssen wir aber spätestens ins Wasser. Lass uns ersticken. So. Okay, sehr schön. Jetzt zeig mal. Ah? 2,40 Meter schon. Ja, ich glaube, ab Stufe 10 haben wir dann eine andere Stufe. Vom Namen her. Okay. Jetzt machen wir mal die Markierung zur Kiste. Wo müssen wir da hin? So, da lang? Okay, genau in die Richtung. Hier ist aber noch ein Bels, den fressen wir jetzt mal. Oh, oh! Warte mal, ich bin doch jetzt Stufe 8, da kann ich doch das... Schaffe ich das Krokodil überhaupt? Ich will ein bisschen weiter runtertauchen. Da hinten zeigt schon die Kiste an. Okay, jetzt können wir es mit denen aufnehmen. Sehr schön. Nice. Wow. Oh oh. Achso. Skiff. Sehr, sehr cool. So, die Kiste. Wie kommen wir da hin? Boah, direkt runter geschwommen. Ah, müssen wir aufpassen. So, hier. Warte mal, hier. Muss ich gleich zeigen. Ja, es zeigt... Das ist jetzt eben noch die Frage. Normalerweise steht immer da, dass wir eine gewisse Stufe brauchen, aber hier steht gar nichts da. Es kann natürlich sein, dass das mit der Story dann so verbunden ist, dass es sich dann irgendwie öffnet. Oder wir noch was anderes machen müssen, aber hier... Hier komme ich jetzt nicht rein. Ja, was haben wir hier noch? Der Biss... Achso, das sind die Jäger. Aber hier würde ich nochmal schauen, noch nicht entdeckt. Und hier ist auch noch eins. Den können wir uns später. Hier ist auch noch offen. Ausgewachsen, ja. Das können wir noch nicht machen, aber wie wir hier hinkommen. Mal ein bisschen gucken. Ich schwimme noch mal ein bisschen drumherum. Vielleicht gibt es da noch einen Nebeneingang. Schildkröte. Wow, 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 was war das? Muskellunge, ja. Aber so gibt es mal ein paar Albinos. Albino-Krokodil haben wir schon gesehen. Wo ist er? Wow, wie schnell das jetzt geht bei dem. Krass. Da ist ein Mensch. Okay. Ach, die sind direkt auf der Insel, ja. Oh, was war denn das? Zack. Schnell noch weg. Nein, nein, nein. Geh wieder rein. Eigentlich sehen die Kiste direkt. Barracuda ist hier.
schon. Zackenbarsch. Barracuda, hm? Ich glaube, von oben gibt es keinen Eingang. Na gut, ich probiere mal kurz was. Komm schon. Wow, kannst du echt hier? Oh, okay. Der Jäger der Meere ist außerhalb des Wassers verletzlich. Yo, man kann doch hier runter. Oh, gut, dass ich das getestet habe. Oh, das war... Okay. Wow! Was zum Henker? Wo bist du? Yo, komm doch an die Box. Ist das cool. Da ist er. Komm her. Wow. Ah, die machen trotzdem noch einen massiven Schaden. Daneben. Oh, wow. Ja, die können auch sehr gut ausweichen. Jetzt hat sie. So, na dann. Upgrade. Diese Meeresplünderer sind für die Reinigung des Meeresbodens von essbaren und halbessbaren Abfällen unerlässlich. Ja, sehr, sehr schön. Okay. So, lass mal schauen. Wir haben jetzt hier diesen. Was haben wir jetzt hier für einen Gang? Ist nichts weiter. Hier sind wir rein. Hm. Ja, das soll es wahrscheinlich so sein. Hm. Hier ist zugeschüttet. Ja. Oh Gott, komme ich überhaupt hier raus? Ja. Komm, das schaffen wir schon. Nice. Okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Was haben wir hier noch? Frisst 10 Menschen. Ja. Aber was ist das hier für ein Geheimnis? Wir sind jetzt hier, dann machen wir mal hier hin. Können wir die Markierung setzen. Da hinten, okay. Kann man gut sehen. Kommt man gut voran. Oh, runter. Runter. Okay. Wow! Wow, schon haben die uns bemerkt. Das ist ja der Wahnsinn. So, jetzt sind wir hier am Wegpunkt. Müssen wir mal schauen. Und hier drüben. Okay, wir müssen irgendwie hier rüber. Ist hier drüben, oder? Genau. So, da ist ein Mensch. Dann haben wir hier. So, die kommen hier gefahren. Hier wäre vielleicht auch noch was gewesen, ganz schmal. Ja gut. Muss mal probieren, ob das hier genauso geht. Ah, sieht. Aus. So, dann müssen wir natürlich wieder mal was fressen.
Schlachten kommen. Oh ja, Zackenbarsch. Ja. Wow, schnell weg. Also wir können dann ganz gut ausweichen. Normalerweise wird das dann noch markiert. Dann dauert es ein bisschen länger. Aber wenn nur der normale Sensor kommt, oder die Markierung, dann klappt das besser. Da müssen wir aufpassen hier. Da sind sie schon wieder. Okay, dann schauen wir hier hin. Okay, es sind mehrere Jäger unterwegs. Irgendwas? Ja, das war's für dich. Ist direkt an dem Eingang, oder? Genau, da muss er hier irgendwie. Das Symbol hier? Ah ja, sieh an, sieh an. Jawohl. Heimwerkertraum mit atemberaubendem Panoramablick auf den See. Offener Wohnbereich in traditionellem Stil. Fragen Sie nach Deborah. Fragen Sie nach Deborah, ja. Okay, cool, dann haben wir das. Hier rein. Ausgewachsen. Okay, das fällt auch aus. Recht von hier. Das war älteres Tier. Älteres Tier und dann ist, glaube ich, ausgewachsen, oder? So müsste die Reihenfolge sein. Okay, dann machen wir nochmal hier eine Markierung. Kleiner Snack. So, hier ist die Markierung. Und jetzt runter. Da irgendwo hier was sein. Das sind 5 Menschen. Stufe 12, na. Das ist noch zu heftig für uns. Okay, jetzt noch ein paar Wellen. Okay, dann aber. Das sind Nummernschilder, okay. Müssen wir aber hier rüber. Ah, da oben ist doch was.
Okay. Oh. Schnell runter. Schnell tarnen. Ist nochmal ein Licht. Okay, gerade vor. Bin mal gespannt, müsste eigentlich hier sein. Halt, was ist das? Ah, hier. Ich versichere der Antolini-Verbrecherfamilie, dass dieses Material keineswegs im finalen Schnitt unserer Sendung verwendet wird. Okay. Ah! Der weg. Wow, haben sie mich doch noch getroffen. Ich sage ja, die können sehr gut zielen. So, und jetzt müsste aber. Jetzt müssen wir hier nochmal. Jetzt wird nur so die Kiste angezeigt. Achso, da. So, das ist wieder hier drin, wo wir. Kommen wir gar nicht rein, oder? Ah, da ist es schon. Gleich von oben noch. Wow. Hier, oder? Gott, du schaffst es. Okay. Alles gut. Schön. Jetzt mal wieder was essen. Wow, wer ist hier noch drin? Verdammt. Barracuda. Und den Krokodil, alles klar. Dieser Hai ist eine Art Superabfall. Oh shit. Der im Prinzip keine Geschmacksnerven besitzt. Ey, was soll das? Shit! Oh no no no! Ey, ist viel stärker das Krokodil, obwohl es ist doch dieselbe Stufe. Ist ja merkwürdig. Oh Hex, no, komm ich nicht mal raus hier? Oh shit! Nein! Ich komm nicht mehr raus! Doch, ich komm raus! Wow! Okay. Das ist ja interessant, dass die das Achter hier stärker war. Okay, sehr interessant. Aber das Wichtigste war die Kiste. Oh, die nehmen wir uns eh nochmal vor. Mist! Lass mich da mal fressen. Yo! Wow! Klappt das jetzt? Okay. Sicher, sicher. Ja, ich hoffe, wir sind einmal so stark, dass wir das Krokodil direkt zerbeißen können. Wieder einmal kehrt der Hai zu diesem Ort der Ruhe zurück. Ja, zum Glück. Ein Ort der Ruhe. Wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen. Oh no! Kleine Snacks jetzt hier. Wenn wir wieder zu Kräften kommen. Das ist ganz schön zugesetzt. Boah, da ist er schon wieder! Das ist aber wieder ein anderes von hier unten.
Blödsinn hier. Wow, okay, gut ausgewichen. Hey, warte mal. Bam. Jawohl. Ah, hat gutes Zeug gegeben. Das ist schon wieder einer. Puh. Okay, wir gehen da mal kurz rein. So, hier können wir nämlich auch mal schauen. Ah, hier ist noch zu. Haben wir hier noch was? Da ist noch nichts. Okay, mal schauen. Für das Gebiss. Wo ist der andere? Ach, hier oben. Oh, okay. Gut erwischt. Komm schon. Fliehen. Ich brauche nochmal einen kleinen Wels. Der hat mich ganz gut gebissen. Zackenbarsch, ja. Das ist doch aber jetzt der noch. Ey! Boah, zack. Okay. Das ist aber schon wieder der nächste. Da hinten habe ich schon einen gesehen. Okay. Hier ist jetzt auch noch eins. Moment, ist das jetzt neu dazugekommen? Hier ist ja sogar noch ein Schild. Okay, dahin ist das Krokodil. Stufe? Stufe 8, ja. Okay. Haha, 2,40 Meter. Nice. So. Bekommen. Gut, was ist das da hinten? Das ist noch eine Markierung. Abgeschlossen. Gehen wir hier hin. Wo müssen wir hin? Wow, das ist der dritte Alligator. Halleluja. Kommt da immer mehr automatisch, oder wie? Was, die liegt einfach hier so, die Kiste? Okay, ja. Oh, schön. Im Laufe des Lebens eines Bullenhais nimmt er ein recht breites Sortiment an Ballast und Treibgut zu sich. Okay. Oh, oh, oh. Oh, da können wir noch nichts machen. Da gibt es noch irgendwo ein Albino-Krokodil, aber das haben wir noch ganz kurz gesehen. Ist wieder weggeschwommen. Oh, das klingt aber nicht gut.
Hier ist echt viel Zeug. Das führt praktisch in Kaviar Key. Ja, hier habe ich bis jetzt am meisten. Okay. Wie ist denn das hier? Es sind viele Stege. Interessant. Wir können vielleicht mal hier überhaupt noch 10 Menschen. Aber ich brauche, wo ist denn das jetzt überhaupt mit den Landmarken? Genau. Oh, noch 2 Landmarken sind offen. Dann bekommen wir die Schattenzähne. Oh ja. Ja, Moment, das habe ich ja schon gefunden. Die Frage ist natürlich. Ja, wo ist das versteckt? Was ist das hier nochmal? Das sind die Patrouillentypen. Gut, ich mache die Markierung. Könnte natürlich auch sein, dass es hier in den Übergängen ist. Mach mal hierhin die Markierung. Mal sehen, wie sich das auswirkt mit dem neuen Gewissen. Bei dem ersten Boss gibt es ja auch ein neues. Wow, Moment, ist hier noch die Toilette? Ja, na eben. Ha! Jo, das ist voll witzig. Auch wenn du unter Wasser eine Toilette suchst, nutze sie mit Bedacht. Achso, das ist nur Signalgeber. Wow, was? War Alligator, okay. Ja, da können wir noch nicht so hoch springen. Einige Sachen sind natürlich für hohe Stufen. Achtung, Achtung! Wow! Für hohe Stufen gemacht. Die schaffen wir jetzt. Was zum. Wow, gleich 2. Vorsicht, nicht so nah. Ist doch der andere. Wirklich. Wow, die sind echt wie Pfeile. Wahnsinn. So, zack, weggeschossen. Zack. Lecker. Noch einer hier. Oh, das Krokodil. Okay. Puh. So, okay. Warte mal, hier habe ich jetzt die Markierung, das heißt gerade vor. Ah, dachte ich es mir. Sehr schön. Wo ist das jetzt? Da, okay. Ja, man muss wie gesagt in der Nähe sein. Merkwürdig manchmal, dass das ist nicht so. Jetzt. Wie viele soziale Bewegungen gibt das jährliche Driftwood Man Festival vor, progressive Veränderung zu fördern? Aber eigentlich ist es nur eine Ausrede, die Gesetze für Nacktheit in der Öffentlichkeit zu missachten. Ach so. Naja. Okay, jetzt brauchen wir noch eins. Ja, hier haben wir noch diesen die Nummernschilder. Aber ich glaube, wenn wir dann richtig groß sind, richtig Geschwindigkeit haben und dann kurzer Sprung,
Können wir das alles super einsammeln? Gut, das heißt, wir sind hier ausgerichtet und müssen jetzt mal hier lang gehen. Ist korrekt, ja. Oh, wo hat sich das letzte versteckt? Häuser, okay. Ah, Geheimnis. Ein Geheimnis. Aha. Was für ein Müll, ey. Tore, jedes Tor hat einen Schalter. Versuche ihn mit etwas zu treffen. Aha, mit etwas. Ja, wo ist denn hier der Schalter? Ah. Aber das ist doch... Ist doch auf der anderen Seite. Hä? Nee, aber ich muss doch eigentlich hier durch, oder? Oder? Obwohl, nee, wenn ich von der Welt komme... Vom Bayou, wenn ich von hier komme. Genau. Genau, dann kann ich hier lang schwimmen und hier und komme hier raus und komme dann hier hin, wo ich jetzt bin. Aber nicht von der anderen Seite. So von Prosperity Sands. Ja, so wird es wahrscheinlich sein. Ja. Ja, es ist auf der anderen Seite. Aha. Na gut, da wissen wir erstmal da Bescheid. Gut, dann werde ich mal versuchen nochmal hier hinter. Noch nicht entdeckt. Aber das hier. Ist eigentlich hier ausgewachsen. Okay, das kann ich nicht machen. Das war älteres Tier. Da, schön reinzoomen. Und das ist ausgewachsen. Okay, die kann ich auf jeden Fall noch nicht machen. Da müssen wir später nochmal zurückkommen. Hier ist zu. Ich kann nur von der einen Seite dann hier... Im besten Fall ist wirklich hier noch eins. Na, fahren wir mal hin. Fahren wir mal hin. Schwimmen wir mal hin. Ja, kann auch in der Luft schnappen. Oh wow. Gar nicht mitbekommen. Hier ist der Marker. Füllt sich auch schneller auf, das ist natürlich auch gut.
Hier ist aber auch nichts. Hey Chris, willkommen zurück. War der Kaffee gut? Gut in Gesellschaft ist immer was Feines. Gute Gespräche. Oh, warte mal. Ah, ich dachte, ich kann hier unten durch. Ah, schade, sah so aus. Auch noch eine Landmarke, dann gibt es neue Zähne. Hahaha. Oh, warte mal, ich kann hier vielleicht. Ah. Das schaffst du doch, oder? Ja. Guter Fisch. Oh, das ist aber schon ein neues Gebiet. Mist. Wo ist denn das andere Ding? Moment, ich muss noch mal kurz was probieren. Ich springe noch mal kurz hier rein, dann haben wir auch gleich gespeichert. Das ist gar nicht so verkehrt. Jo, war schön. So. Letzter Schluck während des Ladevorgangs. Die Grotte ermöglicht eine kurze Erholung vom Sturm und Drang des Golfs. Ja. Aber hier müssen wir. Ja, ich glaube schon, dass es dann. Vielleicht öffnet sich das ja dann auch so. Gut, ich mache mich jetzt mal auf den Weg. Nee, viel hast du nicht verpasst. Ich habe noch ein paar Sachen gesammelt. Ich war jetzt hier an diesem Tor, was ich öffnen soll, was aber nicht von der Seite geht, sondern da muss ich von hier runter schwimmen und hier rein. Und dann kann ich das öffnen, dann komme ich hier wieder raus. Noch eine Kiste mitgefunden und hier noch das letzte, also das vorletzte Landmarke. Jetzt suche ich noch das letzte. Und ja, wäre natürlich noch cool, wenn ich das hier noch bekomme. Vor allem, ich war doch hier. Und das hier habe ich irgendwie nicht gefunden. Das ist ja merkwürdig. Wahrscheinlich wurde ich dann noch gejagt von den Krokodilen. Und durch das ganze Wirrwarr habe ich das irgendwie verpasst. Muss mal gucken. Aber sonst hast du nicht viel verpasst. Wir sind doch langsam unterwegs. Wir schwimmen doch mit Genuss. Aufgabenverfolgung. Ja. Aber es ist schon cool, dass wir jetzt die Krokodile uns zerbeißen können. Außer der andere, der hatte zwar auch Level 8. Den habe ich irgendwie jetzt nicht gepackt. Weiß auch nicht warum. So. Ich mache einfach mal hier die Markierung auf der Kiste. Und jetzt bin ich. Da muss ich mal gucken. Ist aber ein sehr großer See, ja. Bis jetzt Level 8. Ja. Ciao. 2,40 m. Ja, danke. Ist immer witzig bei solchen Games, wo du denkst, ah, ist gar nicht so weit weg und dann irgendwie, hey, wieso komme ich da hier nicht hin? Wie, was? Flipper. Oder hinten ist es. Okay, hier geht es wieder durch dieses zerstörte Gebiet. Wow, wir sind schon richtig schnell. Es wäre natürlich cool, wenn wir auch so einen Geschwindigkeitsboost hätten. Wo sich dann das Wasser teilt, können wir da durchschießen. Okay, ich habe ja vorher gespeichert. Ich mache einfach mal wieder den Landfisch. Aber ich werde wahrscheinlich hier jetzt drauf gehen. Du erstickst. Ah, scheiße. Was? Ich kann gar nicht weiter? No. Oh Gott. Ah, schaffst du das noch? Komm schon. Kurz vorm Tod noch geschafft, oder? Ja. Uiuiui. Okay, also das geht auf keinen Fall. Ah! No, no, no! Ah, verdammt, jetzt bin ich in das Gebiet reingeschwommen. Der Barracuda. Oh, Hex, no. Schnell abhauen hier.
Okay. Da brauche ich nur Streifen und ich bin tot. Hier mal ein bisschen was zu snacken. So, jetzt haben wir wieder Farbe. Wow. Mann, wo ist denn diese Ne die Mark? Das ist natürlich schon schwierig. Zackenbarsch, komm zu mir. Legator. Oh oh. Wow, okay. Wow, shit. Hä? Warum klappt das Ausweichen nicht mehr? Autsch. Die schießen ja mit drei Pfeilen, drei, vier Pfeilen. Warum schwimmst du dann daneben, wenn du das Zeug frisst? Merkwürdig. Na wunderbar. Ja, das ist wirklich grandios. Aber wie habe ich denn das hier abgeholt? Das ist ja merkwürdig. Konnte ich hier rein? Ausgewachsene. Eine Chance. Wie gesagt, älteres Tier geht nicht. Und ausgewachsen geht auch nicht. Das ist merkwürdig. Wo soll das sein? Ich war dort. Ich könnte noch mal zu dem Fragezeichen schwimmen. Also ich kann ja mal versuchen. Hier ist zwar dieser Boss, aber hier vielleicht, es könnte hier vielleicht in der Ecke oder so sein. Ich mache mal hier so einen Wegpunkt. Wo bin ich jetzt überhaupt hier? Uah. Spitzenprätator, oh Gott. Schwimm, kleiner Fisch, schwimm! Oh. Da oben war so ein Schild, ich hab's gesehen. Ist es hier irgendwo? Oh, da hinten ist irgendwie ein Fragezeichen. Achso, ausgewachsen, ja. Ah.
Wow, shit. Lass mich. No. Ah, verdammt. Oh, kann ich hier durch? Oh oh. Warte mal, wo ist denn das? Wo bin ich denn jetzt? Oh, hier sind noch Fragezeichen. Aber ausgewachsen? Ich bin da nicht ausgewachsen. Ja, ausgewachsen, ja, genau. Wow, shit. Oh mein Gott. Tja, wo ist denn das Ding? Das ist blöd. Komm zu mir. Oh shit. Bäh. Ich bin hier oben viel, viel schneller. Und jetzt noch ein Latte Espresso. Dieses Sucht. Mit, wie ich gefunden habe, 52 Milligramm Koffein davon. Doch. Hui. Moment, wo ist meine Karte? Meine Karte. Warte mal, wie viel müssen es sein? Ja, Moment, ich bin da oben. Ich habe 9. 9 von 10. Weg. Aber ich kann ja hier. Naja, ich habe jetzt keine Ahnung. Ich fahre aber jetzt nochmal hierher. Weil wo soll das noch sein? Obwohl, hier bin ich auch rein. Dann hätte ich das wahrscheinlich. Gut, ich habe den Impuls noch nicht so am Anfang mitgenommen.
Es ist manchmal schon ein bisschen seltsam, wie man an gewisse Sachen rankommt, wo man denkt, wie kommt man da ran? Naja. Wo ist denn das jetzt hier? Da. Da kommt er schon angeflogen. Nee. Warum nie? Hui. Ach, hier rüber. Wow, der ist immer noch hinter mir her. Wow, wie schnell ist der? Oh shit. Oh no, no, no. Okay. Ist er immer noch hinter mir her? Wow. Okay, warte. Aber jetzt noch nicht mehr, oder? Da kommt er nicht hinterher gesprungen. Ja, da kommt nicht hinterher gesprungen. Aber das Krokodil hat es irgendwie geschafft, oder? Beim letzten Mal. Wie ist er jetzt doch hier? Nee. Ist das der richtige Weg? Ja, na klar, ich muss geradeaus und dann. Genau. Wir brauchen noch ein bisschen Welsfleisch. So, das muss erstmal reichen. Ein Mensch, den lassen wir jetzt nochmal. Das wird davon ankommen. Die Menschen fressen wir später. Wow, sind hier direkt zum Wasser? Merken die das überhaupt? Ja, jetzt hat es gemerkt. Wahrscheinlich steigt dann auch die Bedrohung schneller, wenn wir noch mächtiger geworden sind. Ich habe jetzt meinen Jetski nehmen und richtig Gas geben. Dürfte ja gar nicht freigegeben sein. Ja, schwimmen Sie ruhig hier. Alle. Wir zählen dann, wie viel wir da aus dem Wasser kommen. Oh, was ist denn das? Was ist denn das jetzt eigentlich hier? Achso. Rache. Auf Dead Horse herumreiten. Rache. Das Dead Horse Monument erinnert an den Tod von 146 Pferden, die starben, als sie aus einem See tranken, der von den ersten Siedlern in Port Clovis verschmutzt wurde. Bis 10 Menschen. Okay. Dead Horse Lake sollte beschämend sein, nicht wahr? Aber in Port Clovis haben sie ein Denkmal aufgestellt. Man muss wohl in irgendwas der Beste sein. Man muss in irgendwas der Beste sein, ja. 10 sind wir. Kann ich mich überhaupt anschleichen? Zack! Zack ins. Oh, shit. Ach, hier, das ist Denkmal. Okay, cool. Und hier ist auch das letzte Schild, das sehe ich gerade. Ah, das haben sie schön versteckt. Schön kombiniert. Wieder ab ins Wasser.
Nur nochmal richtig Schwung. Wer sich mit der Natur anlegt, muss sterben. Wie sie da dastehen, ganz entspannt. Ja, okay. Wenn das Geräusch von ja, ja. Und Molly, jetzt müssen wir erstmal abhauen. Okay. Ja, ja, ich weiß. Und die können brachial gut zielen. Selbst da, wo sie mich gar nicht sehen. Okay, ich weiß nicht, wo das Schild ist. Bringen wir uns aber erstmal in Sicherheit. Mich eigentlich hier verstecken? Nicht immer, ich glaube nicht immer, die sind sehr gut. Geh nochmal runter. Okay, die Suche nimmt ab. Wir warten, bis es vorbei ist, dann holen wir uns das Schild. Und dann gibt es neue C, ne? Wow, shit! Wow. Ich dachte, die haben jetzt eine Bombe oder was reingeworfen. Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist kurz. Sie haben das Haiweibchen und seine vielen Verbrechen bereits vergessen. Und naja, die haben mich schon wieder entdeckt, mein Freund. Jagd. Jetski, okay, Stufe 4. Der Assassinenhai wartet in den Schatten, dass er wieder zuschnappen kann. Wenn wir den Impuls raushauen. Die Gesellschaft reagiert mit Abschreckungsmaßnahmen, aber die Menschheit ist letztendlich nicht in der Lage, die Vergeltung der Natur aufzuhalten. Ja. So, dann lass mal schauen. Genau, hier ist die letzte. Gut versteckt, gut versteckt. Ist aber noch markiert, oder? Im Moment ist immer noch rot. Okay, da müssen wir hin. Schwimmen erstmal ein bisschen. Wenn du mein Gesicht siehst, bist du tot, das weißt du. Schattenzähne, nice. Der Frühling 1973 war Shadow. Eine magische Zeit in Port Clovis, als der örtliche Favorit Trash Talk den 20. Platz im Derby und die ganze Stadt den ersten Platz im Gelegenheitsdiebstahl belegte. Okay. Shadow, das Schatten-Evolutionsset fügt Geschwindigkeit und Giftangriffe hinzu. Oh, habe ich Ihnen vorhin schon gesagt, es wäre cool, wenn wir mehr Geschwindigkeit hätten? Schön. Die gegen Tiere und Menschen am effektivsten sind. Schließe Landmarkenaufgaben ab, um alle Teile des Sets zu sammeln. Ah, okay. Ist nicht nur ein Teil, sondern es ist ein komplettes Hai-Set. Schön. Okay, komm nochmal wieder. Dann fresse ich den Rest. Sehr, sehr cool. Bei den Kisten... Na gut, einige Gebiete bleiben sowieso verwehrt, weil wir noch nicht die Stufe haben. Jetzt werden wir erstmal zurückspringen und hier können wir nicht weiter. Das heißt, wir werden dann hier mal ins neue Gebiet reingehen und das heißt Golden Shores. Ja, schön, dass sich das so ein bisschen zieht und wir mal zurückkehren können. Okay. Was, Schnellreise während eines Kampfes nicht möglich? Oh, no! Still und leise endet auch diese Kopfgeldjagd. Habe ich aber Glück gehabt, dass die jetzt in dem Moment fertig wurden. Okay, jetzt können wir reisen. Schön. Cool, dann passen wir gleich mal die Zähne an. Ich bin gespannt. Der Bullenhai zieht sich zur ruhigen Besinnung in seiner Grotte zurück. Ja, ja. Es könnte sein, dass wir hier... Das ist doch bestimmt auch eine Fähigkeit von den Quallen.
Oder sind neue Gegner? So, wir schauen mal rein. Ah, hier blinkt es schon, okay. Kiefer. Oh, bald Stufe 9. Was ich natürlich ein bisschen seltsam finde, ist, dass das Auge dann so blank ist. Schattenzähne, Kiefer, Stufe 1. Diese Evolution entzieht der Beute, die du beißt, das Blut und heilt dich dabei. Oh yes, das ist richtig gut. Da müssen wir nämlich nicht so taktisch wegschwimmen und dann wieder uns heilen und wieder zurückkommen zum Angriff. Passiv, plus 6% plus 6% Bissschaden beim Beißen, plus 30% Gesundheit. Das Schattenset. Okay, erforderlich Alter, Teenager, verbessern 8000. Wow, wir sind ganz gut jetzt hier. 24, 25, 11. Gut, das Albino ist relativ selten. Ja, nehmen wir mal mit rein, mal sehen, wie es aussieht. Oh, okay. Ja. Die Fangzähne. Ah, okay, dann wird es direkt markiert. Krass, also. Was ist denn das letzte? Heißt es, das letzte ist, glaube ich, zusammen, oder? Es sind immer vier. Sind immer vier Teile. Okay, da wir das jetzt komplett neu haben, das werde ich gleich mal upgraden. So, schauen wir mal, was gibt denn das uns? 12% Bissschaden, 35% Gesundheit. Yo, machen wir gleich mit. Das ist gleich doppelt gelohnt. Okay. Schön. Oh ja, sieht schon anders aus, ja. Haha, jetzt haben wir alles auf grün hier. Cool, Kopf gibt es da noch neu. Flossen, Schwanz, ja. Körper ist da noch. Organ. Noch nichts Neues. Organ ist ja auch mal interessant. Das können. Könnte das noch sein? Yo, Schattenzähne, nice. Das mit dem Auge sieht ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, die Pupille ist dann weg. Aber hier? Ja, das ist schon cool. Yo. Auf vier Menschen, ja. Was ist das unter Robo versteckte? Also Leben siehst du ja ein bisschen mit dem Kreuz und Rot. Und direkt hinter ihm ist das Sonar. An seinem Kopf hier unten ist es ein bisschen bläulich. Warte mal, ich drehe mich mal kurz. Bisschen ins Dunkle. Warte mal. So, kannst du es ein bisschen sehen, genau. Das ist das Sonar, wenn ich das aktiviere. Ich zeig's mal kurz. Und dieser Impuls. Wo alles schön deutlich wird. Und direkt hinter ihm, das könnt ihr nicht sehen, das ist jetzt der Tigerhai, also den Körper, den ich gerade trage. Den zeigt es dann an und da läuft das immer so drumherum, dass man eben sieht, dass der jetzt gerade aktiv ist. Ich denke mal, die Farbe ändert sich vielleicht. Okay, sehr, sehr cool. Ja, die anderen Sachen können wir jetzt noch nicht machen. Wir werden uns jetzt hier auf den Weg machen. Hier hin. Und dann schauen wir uns mal das neue Gebiet an. Bin ich mal gespannt. Denn wir haben ja noch nicht die Stärke, um gegen diesen Schnapskopf zu kämpfen. Hier steht aber gar nicht da, was er für eine Stufe hat. Hier, Legende. Ach so, das heißt direkt terrorisieren. Ach, interessant. Genau, Regionstor, das geht noch nicht. Jagd, Nährstoff, Landmarke, Sammlerobjekt, Scaly Pete, ja, das ist der, der unsere Mutter getötet hat. Spieler, noch nicht entdeckt. Wegpunktmarkierung, Grotte. Grotte ist immer unsere Gaming-Lounge unter Wasser. Der hatte Level 10? Ja? Na gut, dann gehen wir den nochmal an, falls ich den nicht knacken kann. Dann werden wir das neue Gebiet reinspringen. Ich muss jetzt hier rüber, oder? Ja. Na gut. Da hinten, ja. Yo. Ja, ich habe den gestern versucht und der hat mich brutal zerbissen.
Aber Moment mal, der hatte Level 10. Ich bin doch noch gar nicht Level 10. Nee, den schaffe ich noch nicht. Ja, stimmt. War jetzt ein bisschen übertrieben. Also hier zahlt sich wirklich aus, wenn man die Stufe des Gegners hat. Weil auch bei dem Krokodil, ich hatte Stufe 7, ich hatte keine Chance gehabt. Aber bei Stufe 8 ist es wirklich fair. Nee, okay, dann machen wir das danach. 2 Stufen höher, keine Chance. So, dann machen wir das zuerst, wie ich es gerade sagte. Na, geh doch mal rüber hier. Da bin ich ja mal gespannt, wie wir die anderen Sachen bekommen. Also dieses Evolutionsding, das fetzt schon. Zackenbarsch. Es ist hier ganz entspannt. Hier ist irgendwie. Bringt das überhaupt was? Ja, Punkte gehen irgendwie weg. Weiß gar nicht, ob man das so beschädigen kann, wenn die an Bord gehen, dass sie dann einfach untergehen und ich kann die dann fressen. Da hinten, was ist denn das? Ach ne, eben. Wo ist denn der hier? Warte mal, können wir gleich mal die Zähne ausprobieren. Wow, Krokodil! Oh, wow! Seht ihr das? Okay. Wie gesagt, der ist ja auch 8, trotzdem noch nicht so zu unterschätzen. Wow. Okay, das war definitiv ein Unterschied mit den Zähnen jetzt hier. Zack, das Violette. Nice. Ah, okay, cool. Ich glaube, so schnell habe ich das Krokodil noch nie zerstört. So, jetzt muss ich mich aber erstmal umdrehen. Stimmt, wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Speed, oder? Der Freak. Und gegen mehr. Oh! Wo ist er hier? Oh, shit. Ja, auch gegen Menschen stand er da. Nicht gleich die Zähne ausprobieren, die Ruhe vor dem Sturm. Ja, die Zähne werde ich ausprobieren, wenn ich Stufe 10 habe. Mit Stufe 10 und den neuen Zähnen werde ich ihn zähmen. So, jetzt müssen wir hier. Jetzt müssen wir es eigentlich umdrehen. Genau. Und hier geht es dann irgendwie ins neue Gebiet. Oh yeah. Ja, genau. Geradeaus. Golden Shores, okay. Golden Shores wurde als Feriendomizil für Wohlhabende gebaut. Mit spektakulärem Meerblick, privatem Strandzugang und einem Tor, um die Einheimischen fernzuhalten. Einem Tor. Okay, können wir da rausnehmen? Aha, sehr interessant. Hier sind Stege. Kommen wir relativ gut ran. Interessant. Okay, hier gibt es 8 Marken, 17 Kisten. Wenn wir dann wie so ein Pfeil aus dem Wasser von unten nach oben rausspringen und dann. Das wird bestimmt mega witzig. Oh, shit.
Okay, neues Gebiet, lieber ein bisschen vorsichtig sein. Königsmakrele, okay, das ist jetzt der erste neue. Ich. Okay, hier ist eine Brücke. Aber hier ist es schon ein bisschen sauberer, das ist schon angenehmer. Aha. Okay. Mensch. Weiß gar nicht, ob die das so wahrnehmen, dass wir so rot sind und hier ist das grün. Das merkt man natürlich. Aha, da hinten haben wir einen Durchgang. Fragezeichen. Oh, hier. Warum zu mir? Bullenhaie sind es gewohnt, alles zu verschlingen, was seinen Weg ins Wasser findet. Oh, huhu. Das ist so cool gemacht. Wo ist er? Da ist er. Komm her. Ja, der war schnell weg. Sehr, sehr cool. Aber mit der Heilung ist echt gut. Da können wir unsere Taktik natürlich dadurch verbessern. Nicht von Pferden verseucht wurden. Ja, genau. Hier gibt es keine Pferde. Zack, ein Barsch. Mit den Menschen schauen die einfach so rum. Der Jäger des Meeres beobachtet das Schauspiel mit einem schiefen, teuflischen Grinsen. Ja, genau. Ah, da unten. Ja, wir können zubeißen oder wir können den Schwanzschlag machen. Dann gibt uns das. Im Meer, wo töten oder getötet werden die Regel ist, bieten leistungssteigernde mutagene Vorteile, die über Leben und Tod entscheiden können. Ja, da hast du recht. Okay, hier sind viele Zackenbarsche. Welche? Stufe 6. Okay. Oh, was war das? Mensch. Wow! Okay, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Wo seid ihr? Oh. Wo ist er? Plus 81. Haben nicht so gut geschmeckt. Okay, wir müssen auf die Bedrohung achten. So, schauen wir mal, ob wir rein können. Okay, keine Begrenzung, das heißt, wir sind mächtig genug. Eins, zwei. Sehr cool. Lange Übertragung hat funktioniert, hervorragend, sehr schön. Ja, was auch sehr schön ist, wenn es euch gefällt, wie gesagt, das Stream, ja, dann klickt auf das Herz und klickt auf das andere Herz, was mit dem anderen Herz verbunden ist, und dann habt ihr zwei Herzen, die verbunden sind. Wäre eine feine Sache. Oh, warte mal, was ist denn hier? Da ich immer für das Unheimliche bin, gehen wir natürlich hier rein. Was? Die Plakette. Goldene Güter. Aha. Königsmakrele. Okay, das ist auf jeden Fall. Oh, schön weggebissen. Ist das cool. Ey, Chris, ich danke dir vielmals. Ist ja super. Danke dir für die Bewirtung. Ja, das passt gerade gut, dass wir unter Wasser sind mit der Pflanze. Danke dir. Ich frage mich, wie die nächste Stufe heißt. Ja, möchte mal schauen.
Das ist schon cool mit dem Hai. Oh, hier kann man es nochmal sehen. Er sieht schon mehr aus wie so ein Katzenhai. Das ist schon cool gemacht. Fetzt. Fütter mich, genau. Gib mir mehr. Gib mir mehr Bewirtung. Mehr Hosts. Wir müssen die Pflanze satt kriegen. So, ich lass mal kurz dahin ein bisschen Genetik. Oh, das sind alles Menschen, ja. Hier oben ist zu. Was schwimmt denn da? Da ist eine Box. Da kommen wir aber nicht durch. Gut, hier zurück. Da gab es ja früher mal... Oh, ein Albino-Zackenbarsch. Ist der jetzt hier? Komm zu mir. Da gab es ja früher mal so einen extrem krassen Horrorfilm. Ich glaube, der hatte 3 Teile gehabt. Über 2000, sehr schön. Weil ich das gerade mit dem Hai, das fällt mir gerade so ein. Haben sie auch so Experimente gemacht, wie sich... Wie der... War das von einem richtigen Hai oder war das von einem Mensch? Genau, es war ein richtiger Hai und den haben sie mit menschlichem Material verbunden. Und der hat sich dann immer, ordentlich älteres Tier, okay, da kommen wir nicht durch. Der hat sich immer weiterentwickelt, bis er dann richtige Beine bekommen hat, richtige Arme. Aber es war halt eine richtige Killerbestie. Und er hat sogar seinem Schöpfer den Kopf richtig heftig abgebissen. Aber das war eine richtig coole Monster-Action, das haben sie richtig gut gemacht. Gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Also hier. Was sind wir denn eigentlich hier? Oha. Ah. Oh, Schattenflossen. Ach, das ist über die ganzen Gebiete verstreut. Ach so. Das heißt, die anderen Fragezeichen. Ja gut, die können das natürlich auch beinhalten. Ja, das wissen wir jetzt nicht. Wenn wir später rausfinden, wenn wir stärker sind. Schattenflossen. Da bin ich ja mal gespannt, wie die das integrieren. Hm. Ah, okay, da gibt es Schattenflossen. Und schon 1000 pro Belohnungseinheit. Cool. Also hier haben wir noch 2 von 17. Nährstoffspeicher, das ist schon ganz cool gemacht. Das haben wir schon. Hier sind noch viele. Oh ja, noch nicht entdeckt. Gut, einige Sachen. Ah ja, hier können wir zum Beispiel überleben. Das ist aber noch kein Pool. Das wird bestimmt so witzig. Du springst und dann bist du im Pool drin. Ja, das ist eingefallen. Noch nicht entdeckt. Okay, jetzt können wir hier nochmal. Der Meeresbewohner beobachtet die Szene mit kaltem, gefühllosen Blick. Mhm. Was ist denn das hier? Achso, das ist bloß Klebeband. Naja, liegt aber schon trotzdem viel Zeug. Sieht aus wie eine Sonne. Oh, was ist das? Jägertaucher.
Oh, wow, 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 shit, shit. Stufe 12, holy shit. Okay, das ging echt gut. Ah, hier gibt's was Tolles. Na, kannst du es nicht? Doch. Niemand weiß, was sich wohl im Magen eines Hais befindet. Er ist eben der Mülleimer der Meere. Der Mülleimer. Okay, Moment, ich bin gleich wieder da.
Hallo, hallo? Test 1, 2, 3, A, B, C. Tada, 18 Uhr. Ja, machen wir ungefähr noch so Minuten. Okay. So, wir sind jetzt hier stehen geblieben vor einem Monat. Wir müssen jetzt mal schauen, wie es hier weitergeht. Ha? Moment, ich bin jetzt hier. So, das zeigt es ja so gar nicht an. Ich bin jetzt hier. Boah, das klingt mega unheimlich. Hallo? Coole Effekte. Finde den Weg. Oh, was ist das hier oben? Hallo, hallo? Oh mein Gott, wo geht's hier lang? Warte mal, ich wollte ja... Oh ja, ich glaube, das ist der richtige Weg, ja? Ja, ja, ja. Ich habe erst gedacht, die schießen irgendwas. Oder die stacheln. Bis zu hören. Ah, okay, danke, danke. Oh. Königsmakrele. Okay, das ist auf jeden Fall der erste neue Fisch. Ein neuerer ist noch nicht erschienen. Da oben ist das Gitter. Hm. Das zeigt aber noch nicht an, ob... Ach, jetzt bin ich hier. Ah. Ist schon. Wir kommen ja an manchen Sachen gar nicht mehr durch, weil wir so groß sind. Hm. Ja, das ist auf jeden Fall oben drüber. Oh. Mensch. Ach, hier geht's hoch. Ah, doch, hier. Warte mal, was ist das hier? Boah, unsere Narbe. Uiuiui. Ah. Hier sind wir jetzt. Ach, guck an, das ist so ein Mittelteil. Ah, alles klar. Oh, 58 Meter, ob wir das schaffen? Ah, das schaffen wir schon. Schön. Der habgierige Vagabund ist ständig unterwegs und sucht nach allem, was seine auszeichnende Völlerei sättigen kann. Das ist schon krass, wenn du so eine Fressmaschine bist. Gib mir mehr! Ist so ein Schild. Oh Gott, wie weit ist denn das weg? Oh shit, warte mal. Okay, warte, warte, warte. Komm, du schaffst es. Komm. War knapp, aber geschafft. Was mir jetzt natürlich noch ein bisschen fehlt, ist die Grotte Ole. Also hier. Das heißt, wir können wahrscheinlich von hier rum. Muss ich jetzt. Warte mal. Genau, hier rum. Auf jeden Fall. Da kommt es schon wieder angeschwommen hier. Komm her. Ja, wieder was zum Essen. Komm. Das ist seltsam. Warum schwimmt er da vorbei? Was? Wow.
Wow. Oh, das. Das tut. Fast. Fast bist du tot. Marco, oh, das ist neu. Oh, wie sieht der aus? Oh, das ist ein anderer Hai. Das ist eigentlich so ein Riffhai. Okay, zweiter Fisch neu. Interessant. Stufe 10. Ah, wir haben bald Stufe 9. Ah. Nice, nice, nice. So, warte mal, jetzt bin ich hier. Okay, das ist noch nicht gut. Ach, da oben ist das mit dem Fragezeichen. Da komme ich nicht hin jetzt. Ich schwimme mich jetzt mal außen rum. So, und das müsste hier ein bisschen kürzer sein. Genau, hier wollte ich hin. Schauen wir mal. Aber hier ist ja dann auch Wasser. Schaffst du es? Du schaffst es. Die Trinkergruppe von jemandem hat ein Ertrinkungsproblem. Die Trinkergruppe hat ein Ertrinkungsproblem. Das muss man natürlich auch erstmal haben. Fast Level 9, ja. Aber Level 10. Ach, immer diese Wortspiele. Einwandfrei. Es ist wunderbar. So, hier sind es 8 Stück. Bin nur mal gespannt, ob diese Narbe bei den anderen Körperteilen genauso bleibt. Oder ob die dann wirklich neu ist durch die Evolution. Gut, hier, dann werden wir mal. Ja, genau, dann werden wir mal hier hin machen. Und jetzt erstmal hier wieder raus. Ja, das geht so nicht. Ein bisschen hier flacherer Bereich. Komm schon, komm schon. Oh, hier ist der Marco. Wahrscheinlich nicht der Einzige sein. Das werden wir erst erfahren, wenn es soweit ist, ja. Wer hat mich jetzt angegriffen? Barracuda-Typ war das. Hä? Oh, bald Stufe 9. Oh mein Gott. Wie viel fehlt noch? Ah, bestimmt noch zwei Gegner. Schade, das kann man gar nicht sehen. Bald sind wir 2,50 Meter. Ah, hier ist die Landmarke. Aber die nehme ich erstmal mit. Yo, Upgrade! Hockeyschläger sind nach den Platzregeln in Baton Tordu Level 9. Yes! Aber nicht mehr lange, wenn der Mitgliedschaftsdirektor Doug Thompson etwas dazu zu sagen hat.
Also wie gesagt, mir gefällt es auf jeden Fall soweit richtig gut. Klar, sonst würde ich es ja nicht streamen. Aber diese Verwandlung mit diesem Effekt, klar, das stellt das deutlich dar, aber ich würde es echt cooler finden, wenn man dann eben sieht, wenn man dieses Wachstum eben sieht, ja, das ist so. So, ja, das würde ich noch viel mehr feiern. Und so kleine Details wie jetzt hier zum Beispiel das Auge. Das ist die ganze Farbe und die Pupille, das verschwindet ja total. Ich kann mich gar nicht erinnern, bei echten Haien. Ist das genau, das ist so ähnlich. Die haben zwar dann das Maul so offen, aber dass es dann komplett so wegdreht. Naja. So, was haben wir jetzt? Haben wir jetzt 2,50? Jo, wir haben jetzt 2,50. Oh. So, warte mal, wie ist denn das jetzt? Kann ich überhaupt hier ranspringen? Barracuda, einer würde ich sagen. Kiste, ja. Ja. Also, was sagt denn eigentlich hier diese Gitter-Teenager? Wo ist denn das jetzt eigentlich? Ach, hier unten, warte mal. Ah, hier, okay. Oh shit. Na, ja, da mal ein bisschen Schwung holen. Eins, zwei. Sehr schön. Da ist sie schon. Mutagen 23 kurbelt gewiss das evolutionäre Wettrüsten an. Das 23. habe ich jetzt schon genommen, okay. Danke fürs Mitzählen. Moment. Wenn ich jetzt hier das Ding habe. Oha. Okay. Schattenflossen. Ne? Richtig große Flosse. Ist unser zumindest aus, ja. Unten angezeigt. Oh, was ist das? Hey, was ist das? Warte mal kurz, ich habe jetzt hier irgendwie was. Was ist denn das? Reboost ist der Anfang. Mit Reboom. Was ist das? Invite the spot to your server. Wait one day and your server will have people. The freak. Weiß nicht, ob ich das mache. Was bringt mir das? Muss ich nochmal nachforschen. Da muss ich mich erst informieren. Ne? So geht es nicht. Die Premium-Mitgliedschaft für die Gaming Lounge kostet auch nur 999,99 €. Der Titel fällt mir gerade ein. Du willst Premium? Dann zahle mir 999,99 €. Die ersten 10 Sekunden sind gratis. Ja, bei Discord habe ich gerade irgendwie so eine Discord-Nachricht bekommen. Wenn ich irgendwas mache, bekomme ich irgendwas, aber es wird natürlich vorher geprüft, ob ich das mache. So, jetzt muss mal gucken. Jetzt muss ich hier mal da hinten. Und ich habe die Höhle noch nicht gefunden. Vielleicht gibt es hier gar keine Höhle. Du schaffst es. Komm. Okay. Tauchen ist ein aufregendes, immer beliebteres Unterfangen, bei dem man es für 7 bis 10 Cent pro Ball riskiert, Alligatoren und Giftschlangen zu begegnen. Ja, können die da nicht so ein Netz machen oder so? Dann fliegt es rein, dann ziehen die das hoch und rollen das weg. Yo, ich bin zu tief getaucht. Tu es nicht. Oha. Älteres Tier, ja. Okay, bis jetzt so gut. Ich weiß gar nicht, habe ich das
Kann man das irgendwie sehen? So, einmal lieber hier rüber. Komm schon. Ja, wir haben schon ordentlich Speed, ja. Das ist schon ordentlich. Finde ich gut, finde ich gut. Geschafft. Yeah. Die Mitglieder von Baton Tordu, die dieses Stück in Auftrag gegeben haben, fanden es offenbar skurril. Wenn man mich fragt, ist es etwas abgedroschen und einfallslos. Coole Sache. Gut, also das können wir noch nicht erreichen. Das ist sehr, sehr hoch. Ja. Mache ich das jetzt mal so. Ich mache mal die Markierung bis hierher. Mal sehen, was wir da entdecken. Königsmakrele und der Marco war neu, wie gesagt. Das ist eine ganz nette Anlage hier. Was ist da hinten für ein Felsen? So, nicht wahr? Tiger Roos sind Teil eines ausgewogenen Frühstücks für jeden, der eines Tages an einer Fettleberkrankheit leiden möchte. Was? Fettleberkrankheit ist nicht gut. Will denn das? Ja. Alles klar. So, dann haben wir das hier. Gut, dann machen wir hier in den Bereich. Oha. Oh, da ist ein Marco drin. Ah, sieh an. Okay, warte mal. Das muss ich wahrscheinlich doch mal markieren. Ja, hier drüben. Was ist da, der Marco drin oder was? Tatsache, der ist hier drin. Holy shit. Gutes Stück. Was? Immer daneben? Wie krass kann er ausweichen?
Nein, zurück ins Wasser! Zurück! Kann ich den da... Geht er da drauf? Ja, das ist so eine coole Taktik. Yo! Ich kann ihn noch auffressen? Oh mein Gott! Das Raubtier ist außerhalb seiner flüssigen Heimat verwundbar. Ey, das war aber schon... Ja, das war schon cool. Ja, da ist noch ein ganz Stück größer. Ja, das hier noch. Gut, dann schwimmen wir hier raus. Oh, hier ist noch ein Marco. Okay, zweiter. Ich glaube, drei bis jetzt. Falls das nicht derselbe ist, dann sind es nur zwei, aber... Ja, die nächste Herausforderung ist, wie gesagt, das gejagte Krokodil mit Stufe 15. So, machen wir hier mal. Wo haben wir das? Ach, hier. Naja, gut, da komme ich ja auch nicht hoch. Also kann ich nicht. Aha, das war das also. Ja, selbst mit Schwung direkt immer runter. So. Ja. Da ist immer noch zu klein. Okay. Ja, machen wir mal hier so die Markierung bei diesem kleinen Teil. Nicht schlecht. Sag mal, weißt du, was ich komisch finde bei den Clips? Oder ist es ein Name von dir? Wieso, was steht denn das? Scrumptious Rich Amazon Ginger Power? Was ist denn das? Keine Ahnung. Das ist ja merkwürdig. Interessante. Aber bei dem Clip alles wie immer gemacht, okay. Seltsam. Normalerweise müsste ja irgendwie der Name dann stehen, aber... Ist ja ungewöhnlich. Hast du das schon mal gesehen bei dir? Dachte ich, was ist das für ein Name? Von wem ist denn das? Aber du hast es ja erstellt, warum das so ein Name kommt. Muss ich mal nachrecherchieren. So ganz so seltsam. Ja, wenn man denkt, oh, das ist doch eigentlich von dir. Oh. Aber du bist jetzt schon eine halbe Profi-Clipperin. Noch ein paar Projekte und du bist ein Vollprofi. Oh, Königsmakrele. Wo ist sie? Wo ist er? Die sind ganz schön frech hier. Wow, shit. Hey, nicht so viel auf einmal. Ich kann ihn ja gar nicht fassen. Was ist denn los hier? Fliehen, oh ja.
Okay, jetzt hat er mich selber mal richtig gepackt. Ja, der ist noch. Der ist noch eine Nummer zu groß. Wow, gerade direkt an mir vorbei. Holy shit. Oh, was hier? Oh Gott. Schnell weg. Haben wir durchgescrollt, das ist immer so und zusätzlich auch noch mit unterschiedlichen Namen. Ja, eben. Mhm. Das ist ungewöhnlich. Aber okay. Hauptsache, es verfälscht das Werk nicht. Ja, irgendwie. Ah, hier. Ah, wir haben die Höhle gefunden. Yes. Nur hier kann der Hai das Wunder der Selbstliebe erfahren. Der Selbstliebe. Hm. Schön. Ja. Wir haben aber jetzt schon richtig viel gemacht schon, ne? Ja, es nimmt ganz schön zu mit den ganzen. Hm. Ja, das ist gut, wenn wir das finden. Also, wo geht's denn eigentlich raus, oder? Mal hier. Hier geht's zum. Hier geht's raus. So, was ist das da hinten? Keine Zeugen. Schiff ist frei. Gut, haben wir geschafft. Halt, was ist das? Ah, das ist eine Kiste. Hm. Oh, das ist ein Gitter. Erforderlich ausgewachsen. Moment, hier unten habe ich noch was gesehen. Ah, hier. Komm zu mir. Zufällige Mutationen sind nicht zufällig. Sie erfordern große Mengen von Mutagenen als Katalysator. Ja. Gib mir das gute Essen. Ausgewachsen, okay, ja. Mhm. Mhm. Dann können wir hier lang und da lang springen. Da hinten.
Genau. Schön gedreht. Was? Wow, die sind schon, also die schnellen Dinger hier, die beiden Gruppen sind schon heftig. Ach, ah, ist hier unten. Du schaffst es! Okay. Aggressionsbewältigung, ja. Mittlerweile gibt es eine Regelung, die diese beschädigten Golfschläger vor der Verwahrlosung bewahrt hätte. Gut. Na, wenn du das sagst. Hm. Wo geht es lang? Wo? Schiff, Schiff, Schiff. Rüber. Na, ist nicht für uns. Ausgewachsen, okay. Okay. Was? Achso. Hallo. Ich bin immer hungrig. Ja, ja, ja. Mhm. Ach ja, genau hier. Moment, das heißt, an die Kiste komme ich jetzt gar nicht ran. Älteres Tier. Ja, ausgewachsen. Gut, dann werden wir jetzt hier nochmal und hier. Dann haben wir vielleicht 8 von 8. Gibt es eine neue Flosse? Neue Rückenflosse. Vielleicht schaffe ich das jetzt noch. Der Hai kehrt in die Grotte zurück, um sich auf seinen persönlichen Wandel zu konzentrieren. Ja. Denn der Wandel muss sorgfältig geplant sein. Nach Einnahme dieses Medikaments einen Priapismus hat, sollte trotzdem davon absehen, bei sich selbst einen Aderlass vorzunehmen. Okay, haben wir das? Hier noch irgendwas? Oh, wieder ein Marco. Ah. Okay. Ich würde sagen, wie tief schwimmt das? Kommt er jetzt nach? Okay, dann. Dann mal hier so hin. Oha.
Kleiner Durchgang, das ist auch ganz nett. Rausgewachsen. Hier können wir aber durch. Oh, was ist das? Also, ich dachte, es ist eine Bombe. Diese Proteinergänzung enthält keine Zusätze, sodass der Hai sich keine Gedanken über versteckte Farb- oder Geschmacksstoffe machen muss. Ja, das ist gut, dass wir da nicht darüber nachdenken müssen. Das ist echt nicht schlecht. Gut, gut, gut. So. Was? Oha, noch so viele Verstecke da hinten. Da war noch eine Kiste. Okay, da können wir auf diese Kiste, ja. Schattenflossen. Viele Golfer ärgern sich mit diesem Paar 7 Ungetüm herum. Es ist durchweg das schwierigste Loch auf dem Platz. Schön. Sehr, sehr schön. Du meinst Foto vom Balkon ausgeschickt. Okay, alles klar. Gleich, gleich. Mal hier das Ganze sichern hier. Der Hai, vom Appetit angetrieben, verfolgt sein einziges Ziel: zu fressen und sich zu entwickeln. Also hier rüber. Hier sind wir zu lang draußen. Wow, hat sie gesagt. Verwendet Lipide aus fettreicher Nahrung wie dieser, um seine Schreckensherrschaft anzutreiben. Na, das ist noch zu heiß. Oh hier. Zackenbarsch.
Mal Stufe 10, das dauert noch eine Weile. Königsmakrele, oh ja. Nu? Hier ist er doch. Gut, dann machen wir mal einen direkten Jump hier rein. Cool, haben wir das noch gut gepasst? Nun drei Telefonate nach Hausärzt, Darmstadt und Zahnarzt. Ja. Oh ja, Schön. Ja, da kann auch ordentlich was runterkommen, ja. Heute ist alles durcheinander. So, ja. Ja, mit dem Wetter, mal Regen, Sonne, Schnee, Hagel, Blitze und so weiter. Schöner Mix. Gut, wir gucken uns das noch an. Dann mache ich Schluss. Flossen sind freigegeben, sehr nice. So sieht die alte aus, 2,50 Meter. Habe ich gerade Flosse? Flossen sind hier, jetzt. Was? Oh, Hex, no. Ah, darum ist es noch rot. Oh, wir können es nicht mal sehen, wie es aussieht. Okay. Okay, man kann das also schon bekommen, aber noch nicht einsetzen, wenn man die Stufe noch nicht hat. Ich glaube, mit Stufe 10 geht das erst. Na gut, das machen wir beim nächsten Mal. Schattenflosse. Flossen, Stufe 1. Diese Evolution setzt eine Giftwolke um dich herum frei, wenn du ausweichst. Oh, das ist gut. Und die rennen dann rein und werden vergiftet. Beim Ausweichen. Du setzt eine Giftwolke frei, die ein... Hallo? Die ein Giftzähler auf alle Kreaturen im Umkreis von 3 Metern setzt. Kreaturen erleiden -1% Geschwindigkeit, Schadenswiderstand und verursachen Schaden sowie 0,2 Schaden pro Sekunde für jeden Zähler bis zu 30 Zähler. Ein Zähler wird alle 3 Sekunden entfernt. Ja, gerade wenn es so heftig ist. Ey, coole Sache. Ja, dann werden wir beim nächsten Mal noch ein bisschen Frassane. Und da noch mal ein bisschen weitermachen. Gut, gut, gut. Ausgewachsen sein, ja. Ja, was schätzt du, heute oder morgen? Ja, mal sehen, wie ich dann noch in der Stimmung bin. Aber ansonsten dann mit Sicherheit morgen zur Abendrunde wieder. Ja, falls, wie gesagt, was ist dann? Gebe ich gerne natürlich auf Discord Bescheid. Vielleicht sind heute noch mal so 2 Stunden so in dem Dreh. Genau. Okay, war eine coole Runde. Danke erstmal fürs Reinschauen, fürs Dabeisein, für die Bewirtung. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann heute noch mal. Ansonsten dann zum anderen Mal. Bis dahin, zum nächsten Mal und ciao! Ja, freue mich auch. Danke. Tschüss.